بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, Allahs Segen und Heil sein auf Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und auf all denjenigen, die in seine Fußstapfen treten und ihm im Guten folgen bis am Tag der Auferstehung. Wir haben Alhamdulillah ein Hadith überliefert bekommen von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Abu Huraira radiallahu anhu, was er bedeutet, Vater des Kätzchens. Und wer weiß, was wer dieser Mann radiallahu anhu richtig heißt? Ich wusste das. Wie heißt Abu Huraira? Sein richtiger islamischer Name, was ist das? Also heißt erstmal Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi. Ad-Dawsi habe ich gehört. Abdurrahman, Ad-Dawsi ist praktisch der Stamm. Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi, radiallahu anhu arda. Aber er ist bekannt unter Abu Huraira, radiallahu anhu arda. Und er hat uns überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Ma min muslimin yusabu bi musiba. Jeder Muslim, der durch ein Unglück heimgesucht wird, فَيَفْزَعُ إِلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ und sich dann schnell beeilt, das zu sagen, was Allah ihn anbefohlen hat, und zwar, wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. Und dann sagt Allahumma عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي, O Allah, ich hoffe, dass ich bei dir ich gehe davon aus, dass ich bei dir für dieses Unglück belohnt werde. فَأَجِرْنِي فِيهَا, so belohne mich dafür, وَعَوِّضْنِي مِنْهَا, und gebe mir stattdessen dafür etwas anderes, إِلَّا أَجَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn dafür belohnen, وَعَاضَهُ خَيْرًا مِنْهَا, und dann wird Allah ihm etwas Besseres stattdessen geben. Deswegen haben wir gesagt, jedes Mal, das wollen wir umsetzen, wenn uns ein Unglück trifft, und wir haben gesagt, ein Unglück ist egal etwas, was den Körper oder das Herz des Muslim oder des gläubigen Menschen schmerzt. Das heißt, selbst wenn man als Schüler zum Beispiel sagen wir mal, eine schlechte Nachricht bekommen hat in seiner Schule, wegen einer Note oder irgendetwas, dann sagt man Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Oder wenn einem irgendetwas in der Tijara schief läuft, sagt man Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Oder wenn irgendein Unglück einen trifft, selbst natürlich eine der großen Unglücke ist der Tod. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Tod auch als Musibah bezeichnet im Koran. Er sagte, فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ. Also hat es also als Katastrophe des Todes bezeichnet, der Tod. Ist also auch eine Art Katastrophe und eine Art Unglück. Und das ist, was wir gelernt haben, was wir ab sofort, inshallah, sagen möchten. Die heutigen Verse, die wir aber allerdings uns anschauen möchten, sind die Verse 158 bis 162 von Surat al-Baqarah, der zweiten Surah des Koran, eine medinensische Surah, wie wir gesagt haben, und sie ist die erste Surah, die in Medina herabgesandt worden ist. Und wenn man sagt medinensische Surah, erinnere ich noch einmal, damit meint man eine Surah, die nach der Hijra, nach der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam von Mekka nach Medina herabgesandt worden ist. Und medinensisch heißt nicht unbedingt, das ist die richtigste Ansicht. Medinensisch bedeutet nicht, dass es unbedingt in Medina herabgesandt sein muss. Es kann sogar in Mekka herabgesandt worden sein. Hauptsache es ist nach der Hijra. Das ist die stärkste Ansicht unter den Ulama diesbezüglich. Die Verse lauten von 158. Gewiss, As-Safa und Al-Marwa. Entschuldigung, ich habe nur eine Sache vorhin verwechselt. Also der Hadith, den ich gerade eben vorgelesen habe, das hat nichts mit dem Hadith von Abu Huraira zu tun, den ich erwähnen wollte, sondern der Hadith von Abu Huraira, radiallahu anhu, ist, dass er gesagt hat, مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ. Jedes Mal, wenn eine Gruppe von Menschen sich in einem der Häuser Allahs treffen, يَتْسُونَ كِتَابَ اللَّهِ und Allahs Buch lesen, وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ und es untereinander lernen oder lehren, إلا نزلت عليهم السكينة, dann steigt auf sie die Ruhe herab, وغشيتهم الرحمة, und dann umhüllt sie die Barmherzigkeit, وحفتهم الملائكة, und umgeben sie die Engel, وذكرهم الله في من عنده, und Allah erwähnt sie unter denjenigen, die bei ihm sind. Und das ist der Grund, warum wir uns heute treffen wollen, und wir wollen auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir an dieser Sitzung teilgenommen haben,
wenn wir an dieser Sitzung, dass wir am Ende dieser Sitzung Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden vergeben hat, denn Allah subhanahu wa ta'ala vergibt die Sünden derjenigen, die an solchen Sitzungen teilnehmen, wo Allahs gedacht wird, selbst wenn sie nicht daran teilnehmen, selbst wenn sie nur zuhören. Na. Die Verse, die wir uns anschauen wollen, sind die folgenden: Gewiss, As-Safa und Al-Marwa, As-Safa und Al-Marwa gehören zu den Orten der Kulthandlungen Allahs. Wenn einer die Pilgerfahrt zum Hause oder die Besuchsfahrt vollzieht, so ist es keine Sünde für ihn, wenn er zwischen ihnen beiden den Umgang macht. Und wer von sich aus Freiwilliges tut, so ist, das heißt freiwillig Gutes tut, so ist Allah dankbar und allwissend. Diejenigen, die verheimlichen, was wir an klaren Beweisen und Rechtleitung hinabgesandt haben, nachdem wir es den Menschen in der Schrift klar gemacht haben, sie werden von Allah verflucht und auch von den Fluchenden. Außer denjenigen, die bereuen und verbessern und klar machen, ihre Reue nehme ich an. Ich bin der Reueannehmende und der Barmherzige. Diejenigen aber, die ungläubig sind und als Ungläubige sterben, auf ihnen liegt der Fluch Allahs und der Engel und der Menschen allesamt, ewig darin zu bleiben. Die Strafe soll ihnen nicht erleichtert, noch soll ihnen Aufschub gewährt werden. Na. Und um diese Verse zu verstehen, zumindest den ersten Vers einmal, wo es heißt, Inna Safa wal Marwa gehören zu den Orten der Kulthandlungen Allahs. As-Safa und Al-Marwa ist, wie wir alle sicherlich wissen, sind nichts anderes als zwei kleine Bergchen oder zwei kleine Hügel bei dem Hause Allahs, bei der Kaaba. Weil man sagt, dass As-Safa und Al-Marwa, der Ort, wo man Sa'i macht, nicht zu Teil der Moschee ist. Okay? Das ist ein wichtiger Aspekt in Bezug darauf, wenn man zum Beispiel Junub wäre, unrein ist, dann darf man sich dort aufhalten. Deswegen, also ist diese Regelung interessant, dass das Safa al-Marwa gehört nicht zur Moschee selbst. Wallahu a'lam. Auf jeden Fall, Oder eine menstruierende Frau. na, oder eine menstruierende Frau ebenfalls. As-Safa ist, wenn man von der Kaaba aus in Richtung der beiden Berge schaut, dann ist As-Safa der rechte der beiden Bergen. Und das ist auch der Ort, wo man anfängt, Sa'i zu machen. Sa'i ist das Hin- und Herlaufen zwischen As-Safa und Al-Marwa. Und was ist geschehen? Wir wissen ja, dass Jibril, es wird erzählt, dass Jibril a.s. mit seiner, also wir wissen ja, dass Ismail, die Mutter von Ismail, und zwar Hajar, die Frau von, oder die Magd von Ibrahim a.s. Sie hat ja ihren Sohn Ismail geboren. Und auf jeden Fall bei der Kaaba hat sie nach Wasser gesucht. Und ist dann zwischen diesen Hügeln hin und her gelaufen, um nach Wasser zu suchen. Und das hat sie insgesamt 7 Mal gemacht. Daher kommt es, dass wir auch zwischen Al-Safa und Al-Marwa 7 Mal hin und her laufen. Und manche Leute verwechseln eine Sache. Wenn man sagt 7 Mal hin und her laufen, dann bedeutet eine Strecke ist schon ein einziges Mal. Das heißt, einmal von Safa nach Marwa und von Marwa nach Safa zurück hat man schon 2. Und ist nicht eins oder so. Sonst würde man doppelt so viel laufen. Und sie ist dann diese Strecke 7 Mal hin und her gelaufen. Das sind etwa 760 Schritte dazwischen. Und Wallah, man braucht ungefähr, wenn man normal läuft, würde ich mal sagen, zwischen 5 bis 10 Minuten, bis man auf der anderen Seite angekommen ist. Und das Ganze macht man 7 Mal. Auf jeden Fall hat sie das Wasser gesucht. Und dann hat Jibril a.s. mit seiner Ferse auf die Erde gehauen. Und dann ist Wasser rausgesprudelt. Ja, Wasser rausgesprudelt aus dem Boden, da wo heute die Quelle von Samsam ist. Und dann ist dieses Wasser Samsam, was ein besonderes Wasser ist, herausgesprudelt aus der Erde. Und dann hat die Mutter von Ismail, radiallahu anha, hat sie die Stelle, wo das Wasser rausgequollen ist, hat sie rundlich geformt, eine Art Becken daraus gemacht. Und darüber sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, in einem authentischen Hadith, Rahimallahu Hajaran wa Umma Ismail, lau tarakatha lakanat aynan ma'ina. Das heißt, möge Allah subhanahu wa ta'ala, alaihi wasallam, möge Allah subhanahu wa ta'ala sich Hajar, der Mutter von Ismail, erbarmen, hätte sie es gelassen,
dann wäre es jetzt eine offensichtliche Quelle gewesen. Dann wäre es jetzt eine offensichtliche Quelle gewesen, das heißt deutlich und sichtbar, vielleicht eine kleine Art Fluss, aber das ist nicht der Fall, weil sie ist teilweise hat eben geschlossen. Na. Safa bedeutet auf Arabisch etwas, auf jeden Fall etwas Reines, etwas Sauberes, aber auch ein glatter Stein. Auch ein glatter Stein. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, gewiss As-Safa und Al-Marwa gehören, es heißt nicht Al-Marwa, wie es hier im Deutschen heißt, es heißt Al-Marwa. Entweder mit Aha oder mit, auch nach manchen arabischen Dialekten sagt man Al-Marwat. Auf jeden Fall gehören sie zu den Orten der Kulthandlungen Allahs. Das heißt, das Wort, was auf Arabisch benutzt wird, ist Sha'air. Kulthandlungen, Sha'air. Und das ist der Plural von Sha'irah. Und Sha'irah bedeutet ein Zeichen und gemeint ist ein Zeichen, ein Hinweis auf einen Gottesdienst. Also das sind die Orte, an denen man Gottesdienste für Allah subhanahu wa ta'ala verrichtet. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala jetzt Folgendes. Wenn einer die Pilgerfahrt zum Hause oder die Besuchsfahrt vollzieht, so ist es keine Sünde für ihn, wenn er zwischen ihnen beiden den Umgang macht. Wenn einer die Pilgerfahrt ist gemeint Al-Hajj, Al-Hajj. Und Al-Hajj sprachlich bedeutet auch Al-Qasd, das heißt etwas beabsichtigen. Man Hajj al-Bayt, das heißt, derjenige, wer dieses Haus beabsichtigt hat, also dorthin zu gehen, um dort zu pilgern, um dort irgendwas zu machen. Oder einfach, wer beabsichtigt hat, dort eben Hajj zu machen. Man Hajj al-Bayt. Wenn einer die Pilgerfahrt zum Hause oder die Besuchsfahrt vollzieht, zum Haus, natürlich gemeint die Kaaba, die Ibrahim a.s. mit Ismail, seinem Sohn, zusammen gebaut hat, oder die Besuchsfahrt, Al-Umrah, vollzieht, so ist es keine Sünde für ihn, wenn er zwischen ihnen beiden den Umgang macht. Al-Hajj und Al-Umrah sind uns allen bekannte Sachen. Al-Hajj ist das, was beinhaltet die folgenden Sachen: der Aufenthalt vor dem 9. Tag von Dhul-Hijjah in Mina, Ortschaft neben Mekka, und dann geht man ja am 9. Tag nach Arafat, und dann das ist das eine der wichtigsten Teile vom Hajj. Und wenn man, natürlich kann man auch vorher, bevor man nach Hajj war, bevor man in Arafat war oder in Mina war, Tawaf al-Qudum machen, die Ankommens-Tawaf geht, kann man auch machen, das ist eine freiwillige Sache. Und danach, nachdem man Arafat war, nach Sonnenuntergang bewegt man sich in Richtung Muzdalifa, und Muzdalifa, wie sagt man, verbringt man dort die Nacht, und dann nach Fajr geht man nach Mina wieder zurück, um dort zu steinigen, und nach der Steinigung, und dann geht man auch nach Mekka und macht Tawaf al-Ifada, das ist der Pflicht Tawaf, das Pflichtumkreisen des Hauses, und man macht dort auch Sa'i, das Rennen oder Laufen, den Umgang zwischen den Safa und Al-Marwa, wie es hier im Vers eben angedeutet wird. Wie gesagt, das ist das, was unter Hajj versteht. Und natürlich gibt es noch andere Handlungen, die dazugehören, wie das Schneiden der Haare und so weiter und so fort. Und Umrah ist nichts anderes als, Umrah besteht aus nichts anderem, als aus, dass man seine Kleidung anhat, die man anziehen darf in Umrah. Und dass man in Mekka erstmal, man macht Tawaf, also wieder umkreist das Haus. Dann betet man 2 Raka'at Sunnah nach dem Tawaf, und dann macht man Sa'i. Sa'i ist, wie gesagt, der Umgang zwischen As-Safa und Al-Marwa, das Hin- und Herlaufen 7 Mal, und danach lässt man sich die Haare kürzen, und das war's mit der Umrah, das ist die ganze Umrah. Wenn man also, deswegen sagt man auch, Umrah ist eben die kleine Form von Hajj oder so ähnlich. Wenn einer die Pilgerfahrt zum Haus oder die Besuchsfahrt die Umrah vollzieht, so ist es keine Sünde für ihn, wenn er zwischen ihnen beiden den Umgang macht. Keine Sünde für ihn. Sünde bedeutet entweder eine Pflicht zu unterlassen oder ein Verbot. Sünde bedeutet entweder eine Pflicht zu unterlassen oder ein Verbot zu begehen. Ja. So ist es keine Sünde für ihn. Das heißt, so ist nichts dagegen einzuwenden, was ist wortwörtlich, wie es auch hier in der Besetzung steht, wenn er, derjenige, der dies macht, zwischen ihnen beiden den Umgang macht. Zwischen As-Safa und Marwa. Warum sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass es keine Sünde ist, dass man zwischen As-Safa und Marwa As-Sa'i macht? Und obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam ja gesagt hat, is'au
فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعِي. Das heißt, vollzieht den Umgang, Klammer auf, zwischen As-Safa und Al-Marwa, Klammer zu, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat euch As-Sa'i zur Pflicht gemacht. Deswegen ist es, Sa'i ist Pflicht und ein Bestandteil, oder es ist eine Pflicht von der Umrah und eine Pflicht vom Hajj und keine freiwillige Sache, wie es den Anschein hat von dem Vers. Der Vers hört sich so an, als wäre es eine freiwillige Sache. Und der Grund ist eben ganz einfach, weil es in der Al-Jahiliyyah gab es As-Sa'i schon und At-Tawaf gab es auch schon. Und die alten Araber vom Islam haben auch Sa'i gemacht und Tawaf gemacht. Ja. Und es hat sich etwas ereignet in der Zeit der Jahiliyyah, das heißt in der vorislamischen Zeit. Und zwar gab es eine Person, die hieß Isaf. Also kann man auf Deutsch I-S-A-F, Isaf. Und eine Frau, die hieß Na'ilah, die weibliche Form von Na'il. Na'ilah. Und diese beiden Personen, waliyadu billah, sie haben Zina begangen in der Kaaba. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala sie versteinert. Und dann haben die Araber aus ihrer Unwissenheit, haben sie Isaf auf As-Safa gestellt und Al-Marwa und Na'ilah auf Al-Marwa gestellt und sind zwischen diesen beiden hin und her gerannt und haben Sa'i gemacht, als wären diese Menschen das ist besondere Menschen gewesen. Dabei, wal'iyadu billah, haben sie eine der schweren Sünden begangen, an dem heiligsten Ort auf der Welt, das es eigentlich gibt. Ja. Und deswegen hatten die Muslime Angst, dass sie vielleicht etwas Falsches tun, wenn sie den Kuffar nachahmen. Und hier wissen wir, dass die Sahaba, radiallahu anhum, sie haben den Islam auch so verstanden, dass man den Nicht-Muslimen nicht nachahmen darf. Sondern wir haben unsere eigene Religion, unsere eigenen Eigenschaften als Muslime. Wir ahmen niemanden anderes nach, in der Religion auf keinen Fall. Und in anderen Dingen, in weltlichen Dingen, nur wenn es uns nützt, dann ahmen wir natürlich nach. Und deswegen hatten die Muslime Angst, zwischen As-Safa und Al-Marwa zu rennen, weil es eine Art Akt der Jahiliyyah war und eine Nachahmung der Mushrikin war, der polytheistischen Araber. Doch dann hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vers herabgesandt, um zu sagen, dass es eben keine Sündung ist, sondern es gehört zu den Kulthandlungen Allahs, das heißt, es gehört zu den Orten, an denen Allah gedient wird, und es ist ein Teil des Islam, und der Islam hat diese Sache als Sa'i bestätigt, wie auch At-Tawaf bestätigt hat, und andere Dinge aus der Jahiliyyah bestätigt hat. Nicht alles hat der Islam abrogiert, was vorher war, sondern hat viele Sachen dagelassen. Na. So ist es keine Sünde für ihn, wenn er zwischen ihnen beiden den Umgang macht. Es ist keine Sünde für ihn, sondern es ist sogar Pflicht für ihn, das zu machen. Und man muss die Sa'i machen. Wer Sa'i absichtlich weglässt, für den hat eben keine Umrah dann gemacht. Ja? Oder auch kein Hajj gemacht, weil es ein Pflichtteil von Al-Hajj bzw. Al-Umrah ist, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es eben gesagt hat. Und wer von sich aus freiwillig Gutes tut, so ist Allah dankbar und allwissend. Freiwillig Gutes tut, dass eben, wenn man zum Beispiel die Hajj macht oder Umrah zusätzlich macht oder Tawaf zusätzlich macht, aber Wallahu a'lam, es gibt kein Sa'i zusätzlich freiwillig. Du kannst nicht sagen in Mekka, ich möchte Sa'i zusätzlich machen, das wäre eine Art Sport, nicht. Aber man kann Tawaf machen. Tawaf zusätzlich kann man machen. Tawaf besteht ja aus 7 Umkreisungen um die Kaaba. Ja. Wer von sich aus freiwillig Gutes tut, so ist Allah dankbar und allwissend, und Allah subhanahu wa ta'ala, ihm gebühren die höchsten Eigenschaften. Wenn er dankbar ist, dann belohnt er auch seinen Diener dafür. Und wer sind wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala dankbar ist für etwas? Subhanallah, Allah ist dankbar, obwohl er uns gar nicht braucht. Das ist die große Huld von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah ist allwissend, er weiß, was wir tun und was wir unterlassen und welche Absicht wir zwischen As-Safa und Marwa gehen. Ob wir das machen, weil unsere Vorväter aus der Jahiliyyah das gemacht haben, besonders in Bezug auf die Araber damals, oder ob wir es machen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam es auch gemacht hat, oder ob wir es machen, weil es eine Nachahmung ist von unserer einige der gläubigen Frauen, und zwar Hajar radiallahu anha, die Magd von Ibrahim alaihi salam, die ja den Ismail geboren hat,
Und Ismail ist ja, gilt ja als der Vater der Araber. Na. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala im nächsten Vers, diejenigen, die verheimlichen, was wir an klaren Beweisen und Rechtleitungen hinabgesandt haben, nachdem wir es den Menschen in der Schrift klar gemacht haben, sie werden von Allah verflucht und auch von den Fluchenden. Dieser Vers ist herabgesandt worden, speziell für die Schriftgelehrten der Juden und auch für die Schriftgelehrten der Christen, die in ihren Schriften klar und deutlich niedergeschrieben hatten, wo in ihren Schriften klar und deutlich niedergeschrieben stand, dass ein Prophet kommen wird, sein Name wird Ahmed sein und er wird sogar Hijra machen von Mekka nach Medina und er wird die Qibla wird sich sogar ändern und sie wussten seine Eigenschaften und vieles mehr wussten sie über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und als er dann gekommen war, haben sie ihn geleugnet. Und sie haben dann diese Eigenschaften, die in ihren Schriften drin waren, in der Tora und im Evangelium, verheimlicht, damit ja niemand in die Religion von Muhammad sallallahu alaihi wasallam eintritt, denn dann würden sie nämlich ihren Posten verlieren, denn jetzt sind sie anerkannte Menschen und Gelehrte ihrer Religion, aber wenn die anderen aus ihrer Religion austreten, wer bezahlt ihnen dann ihre Steuer, ihre Kirchensteuer und so weiter und so fort? Niemand. Deswegen, es geht viel um Geld. Und auch wenn dieser Vers speziell nur für das Volk der Schrift herabgesandt worden ist, das ist der Grund der Offenbarung, ist zwar das Volk der Schrift, trotzdem gilt dieser Vers, den wir jetzt lesen, für alle Menschen, die Wissen haben und das Wissen, was sie haben, verheimlichen. Und das ist eine der gewaltigen Sünden bei Allah subhanahu wa ta'ala. Diejenigen, die verheimlichen, was wir an klaren Beweisen und Rechtleitung hinabgesandt haben. Das heißt, die Juden und alle, die diesen Weg gehen. Es ist verboten, Wissen für sich zu behalten. Allerdings gibt es eine Situation, oder es gibt Situationen, in denen man Wissen für sich behält. Und das werden wir gleich ansprechen. Diejenigen, die verheimlichen, was wir, Allah subhanahu wa ta'ala, an klaren Beweisen und Rechtleitung hinabgesandt haben, das heißt also, Dinge wie Irrtümer und Fehler darf man für sich selbst behalten und verheimlichen, muss man nicht preisgeben. Was wir an klaren Beweisen und Rechtleitung hinabgesandt haben, was eben klare Beweise, dass eben klar ist, dass dieser Prophet ein Prophet Gottes ist. Ja? Weil wenn er schon angekündigt worden ist, weil wenn zwischen Isa a.s. und Muhammad a.s. etwa 600 Jahre waren, dann und wurde angekündigt bei Namen, dann ist es ein klarer Beweis für die Menschen, die diese Schriften lesen, dass das ein Prophet war. Deswegen wussten, dass die Schrift lesen können, aber die Schrift nicht lesen konnten, waren abhängig von ihren Gelehrten, die ihnen das gesagt haben, was ihnen eben gepasst hat. Was wir an klaren Beweisen und Rechtleitung hinabgesandt haben, nachdem wir es den Menschen in der Schrift klar gemacht haben, im Koran oder auch in der Tora und im Evangelium, also wenn es bedeutet, nachdem wir es den Menschen in der Schrift klar gemacht haben, in Tora und Evangelium ist eindeutig, also das heißt, nachdem wir ihm klar bewiesen haben, wer dieser Prophet ist, den sie erwarten mussten, oder wenn gemeint ist, der Koran, so ruft Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Koran die Kinder Israels und die Christen und alle Juden auf, diesem Propheten Muhammad zu folgen und erinnert sie daran, dass dieser Prophet bei ihnen erwähnt war und macht es ihnen klar und damit sie niemals eine Ausrede haben könnten, zu sagen, zu uns ist kein Prophet gekommen, wir wussten nicht, dass wir unbedingt diesem Propheten Folge leisten mussten. Also nachdem wir es den Menschen in der Schrift klar gemacht haben, im Koran oder im Evangelium oder in der Tora, sie werden von Allah verflucht und auch von den Fluchenden. Deswegen darf man allgemein fluchen. Das heißt, man darf sagen, möge Allah diejenigen verfluchen, die die Wahrheit verheimlichen. Und man darf sagen, möge Allah diejenigen fluchen, die Zinsen nehmen. Und man darf sagen, möge Allah diejenigen verfluchen, die Wein trinken oder Alkohol trinken. Das darf man alles sagen. Was man nicht sagen darf, ist jemanden Spezielles verfluchen und zu ihm sagen, möge Allah dich verfluchen. Das darf man nicht machen. Warum? Weil zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam
gab es einen Mann, der wiederholt Alkohol getrunken hat. Und dann hat einer diesen Menschen verflucht. Und dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, la takunu aunan li shaitani ala achikum. Das heißt, seid dem Shaitan gegenüber eurem Bruder keine Hilfe. Der Hadith ist bei As-Sahihain. Das heißt, allgemein darf man den Trinker und die Kuffar und diejenigen, die Zinsen nehmen, verfluchen. Allerdings darf man nicht eine Person speziell verfluchen, denn man soll dieser Person lieber helfen und für die Dua machen, als den Shaitan gegen ihn helfen und ihn noch weiter von Allahs Barmherzigkeit wegbringen. Na. Das heißt, sie werden von Allah verflucht und auch von den Fluchenden, damit sind gemeint die Engel und die Gläubigen und selbst die Tiere werden diese Menschen verfluchen. Entweder am Tag der Auferstehung sowieso, da werden sie verfluchen, oder auch schon in diesem Leben, in dem die Engel sowieso sie verfluchen und die gläubigen Menschen allgemein verfluchen. Wir verfluchen jeden, den Allah verflucht hat, und wir verfluchen jeden, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verflucht hat. Na. Ausnahme. Es gibt eine Ausnahme, wenn jemand so etwas gemacht hat und Wissen für sich selbst verheimlicht hat. Und zwar, erstens, wenn man manchmal Wissen für sich selbst verheimlicht, ist es besser. Es gibt Situationen, wo es besser ist, es zu schweigen und das Wissen nicht weiterzugeben, als das Wissen weiterzugeben. Denn es ist überliefert bei Al-Bukhari, dass Ali radiallahu anhu radah gesagt hat, حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. Das heißt, erzählt den Menschen etwas, was sie begreifen können, wortwörtlich, was sie wissen, was sie verstehen können. أتحبون أن يكذب الله ورسوله. Wollt ihr etwa oder möchtet ihr etwa, dass Allah geleugnet wird und sein Gesandter? Wenn ich nämlich manchmal besonders Menschen, die wenig Wissen haben, man sollte ihnen nur etwas erzählen, was sie auch aufnehmen können, verstehen können. Man sollte nicht jemanden, der neu im Islam ist, ihn mit Sachen in der Religion konfrontieren, die er nicht verstehen kann, weil er einfach dieses Grundwissen noch gar nicht hat. Und darauf muss man gewaltig aufpassen. Und deswegen gibt es Situationen, in denen man Wissen für sich selbst geheim hält, wenn man Angst hat, dass das Wissen, wenn man es sagt, größeren Schaden antun kann, als wenn man es sich selbst behalten würde. Und über diesen Hadith, über diese Ayah, ist überliefert worden, dass Abu Huraira radiallahu anhu gesagt hat, es ist überliefert, ich habe aber nicht gefunden, ob es authentisch ist oder nicht, sondern es ist überliefert, dass er gesagt hat, لولا آية من كتاب الله ما حدثتكم حديثا. Das heißt, gäbe es da nicht ein Vers im Buch Allahs, dann hätte ich euch keinen einzigen Hadith weitergegeben. Nämlich aus Angst davor, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn verflucht, hat er alles weitergegeben, was er vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört hat. Und was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ist der Wissen schlechthin. Er meinte diesen Vers, diejenigen, die verheimlichen, was wir an klaren Beweisen und Rechtleitungen abgesandt haben, nachdem wir es den Menschen der Schrift klar gemacht haben, sie werden von Allah verflucht und auch von den Fluchenden. Ausnahme, außer denjenigen, die bereuen und bessern und klar machen. Ihre Reue nehme ich an. Ich bin ja der Reueannehmende und Barmherzige. Allah hat drei Bedingungen gestellt. Nummer eins, sie müssen, wenn sie so etwas gemacht haben, Wissen für sich selbst beheimlicht haben in der Religion, bereuen. Wa alaikum salam. Diesen Kufr bereuen, wenn es um das Volk der Schrift geht. Oder diese Sünde bereuen und verbessern, was sie eben falsch gemacht haben. Und ihren Glauben verbessern, das heißt vom Kufr zum Islam finden. Und ihre Herzen reinigen, das auch verbessern. Und klar machen. Klar machen, was sie falsch gemacht haben. Und deswegen reicht es zum Beispiel nicht aus, wenn ein Gelehrter etwas Falsches gesagt hat, zum Beispiel im Fernsehen, und dann nur unter seinen Schülern zum Beispiel ihnen sagt, was er falsch gesagt hat. Und er muss
nach besten Möglichkeiten diejenigen erreichen, die er auch beim ersten Mal erreicht hat. Und man muss, wenn man etwas Falsches gesagt hat in der Religion, den Leuten mitteilen, was man falsch gesagt hat. Deswegen hat Allah hat gesagt hier, außer denen, die bereuen, man bereut, was man getan hat, man hat etwas Falsches über Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, und verbessern, das heißt, sie selbst ändern sich und sie selbst nehmen die Wahrheit ab jetzt an, nachdem sie klar geworden ist, und sie machen den Leuten klar, was sie falsch gesagt haben, auf dass nicht die Menschen auf diesen falschen Irrtümern weiterlaufen und weitermachen. Also der Gelehrte muss sagen, was er falsch gesagt hat und den Leuten klar machen, damit sie nicht ja, zwischen zwei Aussagen dastehen, nicht wissen, was jetzt das Richtige ist. Ihre Reue nehme ich an, ich bin ja der Reueannehmende und Barmherzige, und es würde also nicht reichen, wenn man einfach nur bereut oder einfach nur verbessert, sondern das Klarmachen gehört dazu. Ihre Reue nehme ich an, Allah subhanahu wa ta'ala sagt das, ich bin ja der Reueannehmende und Barmherzige, und das sagt Allah subhanahu wa ta'ala zum Ansporn, damit die Menschen Allah subhanahu wa ta'ala sich reuevoll zuwenden. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala sich genannt hat, At-Tawwab und Ar-Rahim, das heißt At-Tawwab, der Reueannehmende, und Ar-Rahim, der Barmherzige, das sind dies zwei von seinen Namen. Und das sind auch Eigenschaften von ihm. Und ein Mensch bekommt unter den Geschöpfen erst eine Eigenschaft von anderen Menschen zugeschrieben, wenn diese Person diese Eigenschaft oft ausübt. Wenn eine Person oft großzügig ist, dann sagt man, er ist großzügig. Wenn er einmal großzügig war, sagt man nicht, er ist großzügig. Wie ist es damit Allah subhanahu wa ta'ala, der die Reue von jedem Diener annimmt, wenn er sich ihm reuevoll zuwendet und der gegenüber allen Geschöpfen barmherzig ist? Barmherzigkeit erlangen in dieser Welt alle Geschöpfe, die Muslime und die Kuffar. Deswegen ist Allah subhanahu wa ta'ala verdient diese Eigenschaft und diesen Namen, den er sich selbst gegeben hat, weil er diese Eigenschaft selbst ausübt. So oft kann man sich gar nicht vorstellen, er setzt keine Grenzen, er vergibt, wie Allah gesagt hat, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, er vergibt alle Sünden, Allah wahrlich vergibt alle Sünden, innahu huwa al-ghafur al-rahim, wahrlich er ist der Allvergebende, der Allbarmherzige. Diejenigen aber, die ungläubig sind und als Ungläubige sterben, auf ihnen liegt der Fluch Allahs und der Engel und der Menschen allesamt. Diejenigen aber, die ungläubig sind, es ist egal, ob es sich um das Volk der Schrift handelt oder ob es sich um andere Leute als Volk der Schrift handelt. Es ist egal, ob es sich um Juden handelt oder um Christen handelt oder um Araber handelt oder um Nicht-Araber handelt. Diejenigen, die als Ungläubige sterben, also als Nicht-Muslime sterben oder die ungläubig sind und auch als Ungläubige sterben. Und das ist ein wichtiger Unterschied, denn es gibt viele Leute, die ungläubig sind und danach den Islam annehmen, ihnen sind alle ihre Sünden vergeben. Allerdings diejenigen, die ungläubig sind und als Ungläubige sterben, auf ihnen liegt der Fluch Allahs. Das heißt, er bleibt doch, wir sehen am Deutschen auch sehr gut ausgedrückt, ist im Präsens und nicht auf ihnen lag oder wird liegen, sondern auf ihnen liegt und wird auch weiterhin liegen, der Fluch Allahs und der Engel und der Menschen allesamt am Tag der Auferstehung werden diese Menschen sich gegenseitig verfluchen, wie wir lesen können in Surat al-A'raf, in der siebten Surah im Koran, im Vers 38, wo Allah sagt, er sagt, tretet ein unter Gemeinschaften von den Dschinn und den Menschen, die schon vor euch dahingegangen sind, ins Höllenfeuer. Jedes Mal, wenn eine Gemeinschaft eintritt, verflucht sie die Vorhergehende. Jedes Mal, wenn eine Gemeinschaft eintritt, verflucht sie die Vorhergehende. Und jeder versucht dem anderen zuzuschreiben, wie es auch in anderen Suren heißt, jeder versucht dem anderen zuzuschreiben, dass er schuldig war. Die Schwachen sagen denjenigen, die ihm diesseits überlegen waren, sagen sie, ihr seid schuld, hättet ihr uns geglaubt, glauben lassen, wären wir gläubig gewesen. Und die anderen sagen, was hat euch denn davon abgehalten zu glauben, ihr seid nicht besser als wir. Und so diskutieren sie miteinander und es bringt gar nichts, denn alle sind zusammen in der Hölle. Auf ihn liegt der Fluch Allahs und der Engel und der Menschen allesamt. Und der Fluch Allahs, La'nah, bedeutet, dass sie ausgeschlossen sind von Allahs Rahmah, Barmherzigkeit, und ausgeschlossen sind von allem Guten, was man sich vorstellen kann, und vom Paradies und Allahs
Gunsterweise, die sie dort hätten erlangen können. Na. Ewig darin zu bleiben, in diesem Fluch bleiben sie ewig darin, das ist die offensichtliche, also offensichtlich weist das Wort Fiha auf die Lana hin, aber kann auch auf das Feuer hinweisen, auf die Hölle hinweisen. Ewig werden sie darin bleiben, also ewig werden sie in der Hölle bleiben. Und wenn Allah sagt ewig, das heißt, es hat kein Ende. Es hat kein Ende. Sie werden, wie Allah sagt, la yuqta alayhim fayamutu. Sie werden also nicht einmal sterben. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihren Zustand beschrieben, also schrecklich beschrieben. Er sagte, la yamutu fiha wa la yahya. Das heißt, weder stirbt er darin, noch lebt er richtig eigentlich. Weder stirbt er, noch lebt er da drin. Waliyadu billah, was man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle davon bewahren. Ewig darin zu bleiben, die Strafe, und dann macht Allah subhanahu wa ta'ala es noch klarer, damit wir wissen, was Ewigkeit bedeutet, etwas, das kein Ende hat. Die Strafe soll ihnen nicht erleichtert, noch soll ihnen Aufschub gewährt werden. Das heißt, nicht einmal einen Augenblick oder nicht einmal einen Augenblick werden sie aus der Hölle herauskommen können und nicht einmal einen Augenblick Verschnaufpause bekommen sie. Noch wird die Temperatur gesenkt, sondern sie werden diesem Feuer bleiben und die Strafe wird ihnen nicht erleichtert werden. Noch soll ihnen Aufschub gewährt werden, denn wenn die Engel des Todes kommen und den Menschen abberufen, dann gibt es kein Zurück mehr. Es wird ihnen kein Aufschub gewährt werden. Sie werden sagen, lasst uns noch ein wenig auf dieser Erde verweilen, dann Rabbirji'un, und sie sagen, auf dass wir Gutes tun werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird ihnen allerdings keinen Aufschub gewähren, um zu bereuen, um zu verbessern das, was sie hätten tun können. Und deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er, wie wir am Anfang vom Tafsir-Unterricht gelernt haben, reicht es nicht aus, nur Wissen zu haben über eine bestimmte Sache und sie umzusetzen, also nur Wissen zu haben, dass man sie umsetzen muss, sondern es gibt eine entscheidende Sache, und das nennt man auf Arabisch At-Tawfiq. Das heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem den Erfolg verleiht, etwas zu tun. Jeder von uns erstens weiß, dass das Auswendiglernen vom Koran eine gute Sache ist, eine sehr gute Sache ist. Und jeder von uns weiß, dass er sich heute Abend hinsetzen kann und eine Seite auswendig lernen kann. Oder eine halbe Seite oder nur ein Vers. Jeder von uns weiß, dass er es kann. Nur, wer hat die Bereitschaft, das zu tun? Und das ist der Erfolg, den Allah subhanahu wa ta'ala manchen verleiht, dass sie es tatsächlich dann wirklich tun und den Willen haben und die Bereitschaft haben und die Lust haben, etwas umzusetzen. Und andere wiederum erhalten diese Bereitschaft nicht von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass wir von diesen Versen profitieren. Wir haben zum Beispiel von diesen Versen für die Fuqaha eine richtige Regelung gelernt. Und zwar, wenn ein Ort des Götzendienstes war, ein Ort von Schirk war und dann in eine Moschee für Allah subhanahu wa ta'ala umgewandelt worden ist, dann dürfen wir ganz normal darin die Gebete verrichten. Und das ist auch dann eine anerkannte Moschee und nicht irgendwie ursprünglich ein Ort des Götzendienstes, sondern es ist eine ganz normale, saubere, reine Moschee. Denn die Kaaba war eine Ansammlung von verschiedenen Götzen, die Kaaba selbst und auch bei As-Safa und Al-Marwa diese mehr oder weniger Götzen, die man aufgestellt hat, Isaf und Naila, die Allah subhanahu wa ta'ala, also ich meine, die dann entfernt worden waren. Allerdings waren es Orte der Kulthandlungen des Schirks und nun wurden es Sha'air von Allah subhanahu wa ta'ala, durch die wir ihm näher kommen können. Und wir haben auch daraus gelernt, aus diesen Versen, dass es verboten ist, Wissen für sich selbst zu behalten. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: Man su'ila an 'ilmin fakatama, aljamahu Allahu bi jamin min narin yawm al-qiyamah. Und der Hadith ist sahih bei Ibn Majah. Das heißt, wer nach Wissen gefragt wird und es dann verheimlicht, dem zieht Allah subhanahu wa ta'ala Zügel aus Feuer an am Tag der Auferstehung. Und deswegen ist es gleichzeitig auf der einen Seite ist es eine Gefahr, Wissen zu haben und es richtig und wenn man dann gefragt wird, es eben falsch weiterzugeben oder nicht weiterzugeben. Auf der anderen Seite muss man aufpassen, was man sagt,
Wenn man etwas nicht weiß, sagt man, ich weiß nicht. La a'lam. Das ist die Hälfte des Wissens, zu wissen, wann man sagt, ich weiß nicht. Und auf der anderen Seite preist Allah subhanahu wa ta'ala die Gelehrten im Koran und sagt, innama yakhsha Allah min ibadi al-ulama. Das heißt, in Wirklichkeit, oder nur diejenigen fürchten Allah, die gelehrt sind. Oder anders übersetzt, nur die Gelehrten fürchten Allah in Wirklichkeit. Das heißt, diejenigen, die Allah kennen, sie fürchten ihn. Diejenigen, die ihn nicht kennen, haben keine Angst vor ihm. Und deswegen sagt man, über jede Sache im Diesseits, subhanallah, ist es so, je mehr du eine Sache kennenlernst, desto weniger Angst hast du davor. Und wenn du sie nicht kennst, dann hast du Angst davor und fürchtest dich. Aber allerdings bei Allah subhanahu wa ta'ala ist es genau andersrum. Je weniger man ihn kennt, desto weniger fürchtet man ihn. Und je mehr man ihn kennenlernt, desto mehr fürchtet man ihn. Wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.